Die sind alle weg? Die denken auch, alle Anstand ist eine Substantivierung für in der Schlange stehen, oder? Wahnsinn. Ja, moin und herzlich willkommen zurück hier zu Folge Nummer 8 von Scorn. Wir sind hier vor dem Aufzug, den wir am Ende der letzten Folge nicht mehr bedienen konnten. Und ich habe es gerade schon mal getestet, die Interaktivität ist zurück. Das heißt, wir fahren jetzt nicht mit dem Aufzug, sondern wir gehen erstmal zurück und laden noch ein bisschen Munition ein. Es wäre töricht, das jetzt nicht zu tun. Denn wir wissen zwar noch nicht, was noch auf uns wartet. Was noch kommen mag. Aber ich weiß, dass ich mich da nicht blindlings reinstürzen möchte. Und ihr seht, ich kann wieder Türen öffnen. Das ist doch einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was letztes Mal los war. Ich schätze mal irgendwie, als wir den Kampf hatten und es so ein bisschen geruckelt hat, hat es uns irgendwas zerlegt. Irgendein Bug oder was weiß ich. Ist auch egal. Bin mal kurz ins Hauptmenü und wieder zurück und schon ging die ganze Geschichte wieder. So, unsere Munitionskrabbe ist voll. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt durch die ominöse Tür gehen. Dafür müssen wir aber erstmal zurück zum Aufzug. Können ja sprinten. Könnte ich ja mal machen, ne? Aber das muss ich an dem Spiel jetzt auch tatsächlich nochmal loben oder positiv hervorheben. Man hat immer so ein bisschen zwischendurch den Eindruck, dass man lost ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber obwohl das Spiel absolut keine Erklärung anbietet, ist das ein Zustand, der nicht lange anhält. Ja, und meine Redefertigkeit ist auch ein Zustand, der nicht lange anhält. Aber ihr versteht, was ich meine. Also man findet immer irgendwie relativ mittelschnell oder schnell, je nachdem wie gut man ist, irgendwie den Lösungsweg. Bitte sei Heilung. Yes! Yes! Das ist unfassbar wichtig, dass wir jetzt heilen. Oh, das war ja nicht viel. Das war alles? What? Da verbrauchen wir allein schon 3, um wieder full life zu sein. Da haben wir noch genau eine Cola übrig. Okay, das war jetzt deutlich weniger, als ich mir erhofft habe. Oh weh. Das innere Maschumai möchte uns wieder umbringen. Nimm die Hände da raus. Ich brauche den Darm noch. Samara. So, ab nach oben. Ich schätze, das ist da, wo wir hinwollen. Ich weiß es ja. Was sind wir denn jetzt? Ah, da vorne ist schon wieder so ein Prügel in der Luft. Da möchte ich allerdings jetzt, wenn ich es vermeiden kann... Hast mich nicht gesehen. Wenn ich es vermeiden kann, würde ich das gern mit der normalen Waffe machen. Und nicht mit meiner neuen Waffe, die ein bisschen Munition hat. Und mir die Munition lieber für den Dicken aufsparen. Weil der Prügel da, den kriegt man mit... Den kriegt man mit einem Schlag relativ gut weg, wenn man... Zack. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass hier auch noch eine Henriette kommt. Das war zu viel jetzt. Aber alles gut, auch die kriegen wir mit ein bisschen Geduld. Oder sie geht einfach zurück in ihr hässliches Loch. Egal, aus den Augen, aus dem Sinn. Nicht mehr unser Problem. So, wait a second. Du bist auch nicht mein Problem. Und du sollst es auch nicht werden.
Gut, okay. Ich gucke mich immer erstmal ein bisschen um, bevor ich hier irgendwas mache. Ihr habt das schon, glaube ich, jetzt gemerkt in den letzten Folgen. Ich bin nicht so der Typ, der gleich die Lösung sucht, sondern erstmal sich einen Überblick verschaffen will. Ach komm schon, ich würde dich so gern umbringen. Und das ist auch bitter nötig, weil das ist schon wieder so ein großes Areal. Ah! Wechsel, wechsel, wechsel. Ah! Wieso bist denn du schon da? Aua, ich hab nicht so viel Leben. Lass mich. Mann. Dammit. Der frisst aber auch so eine ganze Knarre hier. Okay, wie viel haben wir Leben verloren? Ja, wieder fast alles. Shit. Okay, der hat mich kalt erwischt. Ich sag's, wie es ist. Dieses Rückwärtslaufen ist auch nicht ganz hilfreich, weil man nicht weiß, wo es hingeht. So, hier ist keine Kapsel. Was ist denn hier? Hier ist ein Aufzug. Oh. Da muss ich ja fast anfangen, mir hier eine Karte zu zeichnen, um einen Überblick zu behalten. Hier ist Sackgasse, na Gott sei Dank. Dann fahren wir jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl, würde ich sagen. Das ist ein guter Anfang. Fahrstühle haben uns noch nie was Schlechtes gebracht in dem Spiel. Noch nie. Fahrstühle sind unsere besten Verbündeten. Wieso fährst du runter? Ich dachte, wir müssen hoch. Fahrstuhl? Mach doch sowas nicht. Ich hab dich gerade gelobt. Ende des Tages muss ich in der Küche schlafen, weil der Kühlschrank der einzige ist, der noch zu mir hält. Oh cool, das Areal wird größer. Und das... Nein, nein, ich habe jetzt keine Zeit, in mein Inventar zu gucken. Rückzug, so. Ich würde gern meine... Genau, die Waffe nehmen. Für die Kleinen. Wo ist sie denn? Ich meine, ich finde es gut, dass die... Oh, fuck. Ich finde es gut, dass sie verschwinden. Relativ schnell. Das kann aber genauso gut bedeuten, dass sie ziemlich schnell wieder da sein können. Muss sie weg, muss sie weg, muss sie weg. Oh, scheiße, das ist der nächste. Oh, shit, oh, shit. Lass mich, Arzt, ich muss hier durch. Ah! Kotz doch! Fuck, der lebt ja immer noch. Renn! Wie sieht sein Waffenstatus aus? Ist wieder voll. Okay. Wir dürfen uns hier echt nicht mehr viele Fehler erlauben. Und dass die jetzt alle beide kommen, das ist schon ein Riesenfehler. So, ein Problem weniger. Und da kommt auch schon unser zweites Problem. Aber den haben wir erstmal richtig eins in die Fresse gegeben. So wie sich das für Probleme gehört. Das war jetzt ungünstig. Renn! Ha! So langsam wird's doch. So, jetzt gehen wir aber nach links, weil da haben wir ja gerade aufgeräumt. Da kann ja nicht mehr so viel kommen. Muss ja auch mal gut sein. Ist ja nicht so, dass er irgendwo ein Nest wäre. So, was haben wir denn hier? Gesundheit? Nee, Munition. Egal, I take it. Sogar noch 6 Schuss übrig. Können wir vielleicht die andere Waffe nachladen, damit wir noch ein bisschen mehr mitnehmen können? Nee, die ist schon voll. Okeli dokeli.
Dann gucken wir jetzt mal. Da ist wieder so ein Chicken. Nein, nein, nein! Ah, shit. Weil ich es gerade gesagt habe, ne? Es wird langsam. Ja. Was soll schon groß passieren, ne? Andererseits haben wir jetzt hier so viel Munition. Ich glaube, da kann ich es mir auch mal erlauben, für die kleinen Dinge auf unsere neue Waffe zu wechseln und da mal ein bisschen mit Nachdruck zu arbeiten hier. So, Leute. Wir haben ein gewisses Kommunikationsproblem, wir beide. Und wir auch. Oh, was? Oh, muss nachladen, das habe ich natürlich vergessen, ne? Behave. Ich hab's gleich. Hat er sich jetzt echt verdrückt, dieser Penner, nachdem ich ihm eine Munition für ihn vergeudet habe? Ich glaub's ja nicht. Die sind alle weg? Die denken auch, alle Anstand ist eine Substantivierung für in der Schlange stehen, oder? Wahnsinn. Kannst du dir nicht ausdenken? Fressen meine Munition und nehmen sie mit ins Grab. Oder nach Hause. Was in dem Fall wahrscheinlich das gleiche ist bei denen. So wie die aussehen, wohnen die im Grab. Na gut. Guck mal, wer da ist. Unser Kumpel Kotzbrocken. Piss dich! Du dich auch! Ja, ich meine das so. Oh nein, wir haben keine Cola mehr. Oh, ich hoffe, auf der anderen Seite ist eine Lebensstation, ne? Ich hoffe es wirklich. Ich wechsle jetzt trotzdem mal auf unsere andere Waffe, weil ich möchte immer ein bisschen Reserve haben für eine dicke Kuh hier. Immer. Just in case. Oh fuck, das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. So, unsere gesundheitliche Lage ist jetzt umso prekärer, denn wir haben noch genau ein einziges Leben. Also ein Lebenspunkt. Das heißt, der nächste Hit wird uns töten. Es sei denn, wir finden hier mal eine Lebensstation, was ich übelst feiern würde. Stattdessen... Was ist das? Es hat ja sogar ein Gesicht. Was ist das denn? Hey, Bro, ich wollte nur kurz Hallo sagen und... fragen, wie es so geht. Ich glaube, wir haben es wütend gemacht. So hört sich kein glückliches Monster an. Hi. Ich war's nicht. Das war jemand anders. Ich glaube nicht, dass der amused darüber ist. Ah! Nein! Er hat seine Minions geschickt und die haben uns eiskalt überrascht. Well. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, das ein bisschen besser zu machen. Ich hoffe, er hat keinen Speicherpunkt gesetzt, nachdem wir noch einen Lebenspunkt hatten. Das wäre richtig schlecht. Okay, wir müssen alles nochmal machen. Aber das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir haben zumindest noch 4 Lebenspunkte. Das heißt, wenn wir uns jetzt geschickt anstellen und uns nicht dumm anstellen, ich
Ich stelle mich schon wieder dumm an hier. Stimmt doch mal. Ich glaube, die Reichweite von dem Teil ist echt überschaubar. Oh, und Munition ist übrigens auch überschaubar. Oh, gerade davon reden. Ja, so viel zum gut anstellen, das hat sie ja super funktioniert. Also ich glaube irgendwie, ich komme mit diesem anderen Waffenteil immer noch besser klar gegen die Dinger. Das ist zwar langwieriger, aber irgendwie, weiß ich nicht, taktischer. Ich muss mir die Munitionsteile echt aufheben. Die kleinen kann ich vielleicht damit umbringen. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Oh, nice. Oder man trifft halt einfach den Kopf, ne? Lifehack. Folgt mir auf Insta für mehr. So, gleich wieder die Wumme voll machen, damit wir gar nicht in Problematik... Ah! Du bist mir eindeutig zu nah, mein Freund. Du lebst ja noch! Summer! So, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren das... Komm, egal. Oh! Nicht egal! Überhaupt nicht egal. Was? Wieso sind das... Was? Hä? Nee, nicht ins Inventar gucken. Für sowas ist jetzt keine Zeit. Wieso sind das denn jetzt so viele? What? Ich hänge fest. Was? Wieso sind das denn jetzt 5? Ey, das waren doch vorhin gerade mal 3. Ich dachte, ich bin jetzt safe. Oh, Mann. Also die Gesundheitsproblematik ist echt nicht zu unterschätzen hier in dem Spiel. Vor allem, wenn man sich anstellt. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Lifehack 5000, ich gehe einfach direkt nach rechts und ärgere direkt das Monster. Ha. Ah, das habe ich schon wieder vergessen. Dämliche Flanders. So. Hallöchen, ich bin hier, um deinen, ich weiß nicht, was das ist, zu zerplatzen. Und ich will es auch gar nicht wissen. Es gibt Dinge, die sollten ihr Geheimnis bewahren. Wie machen wir das überhaupt? Ist er ja auch gar nicht böse. Ja, da kommt er ja schon. Da kommt er ja schon. Hast du dich jetzt echt weggeduckt zweimal? Du spinnst wohl. Hi. Wollt's mal probieren. Kommen wir da jetzt durch? Haben wir da jetzt vielleicht eine Brücke durch ihn durchgeschoben? Tatsächlich. Ist ja neat. Ich dachte, ich muss das Rätsel jetzt lösen. Ob muss ich offensichtlich eine Etage höher? Hi, ich... Ich find's gar nicht gut, wie du mich anguckst. Ich schätze, unsere Chance auf eine Freundschaft ist hinüber, oder? Ja, das sieht ganz so aus.
Teil von mir möchte rausfinden, ob da hinten eine Heilstation ist. Ein anderer Teil nicht. Aber ihr seht ja gerade, welcher Teil gewinnt. Oh, nicht schon wieder. Nein, nicht ins Inventar. Ich denke immer, das ist... Ich werde... Oh, boy, da hinten guckt ja schon wieder das nächste rum. Nee, ja, danke. Danke dafür. Ich, okay. Puh. Lang nicht mehr so oft gestorben. Naja, also das Projekt wird wahrscheinlich noch ein paar Folgen dauern. Wo hat er denn jetzt gespeichert? Ach, hier. Okidokili. Na gut, okay, dann gehen wir halt jetzt einfach wieder direkt hier hoch. Gehen nicht über los, ziehen keine 200 Euro ein. Und stellen fest, dass das gar nicht geht. Na gut. Dann laden wir wenigstens unsere Waffe nach. Wir wissen ja, was passiert. Wie viel Leben haben wir? 2. Okay. Das ist besser als 1. Das heißt, wir sind nicht... So, ist das schon mal gelöst, das Problem? 2 haben wir noch. Das würde genau für so ein kleines Ding reichen. Na, ah, ich drücke immer die falsche Taste. Ich drehe durch. Ich denke immer, Waffe wechseln ist Y. Ich habe zu viel Halo gespielt. Na, was? Nein! Wo kommst du denn jetzt her? Nein! Dafür habe ich... Nein! Ach, bitte! Ach, komm schon! Ey, da muss eine Heilstation kommen da hinten. Sonst bin ich echt, weiß ich nicht, ziemlich schnell erledigt. Und nicht nur das, es müsste auch ein bisschen mehr drin sein als in der letzten. Das war ja lächerlich. Zwei Schuss. Nice. So, das kleine Sprungkarnickel da hinten lassen wir erstmal. Wir gucken mal, ob hier wieder einer kommt. Ja, kommt einer. Und den haben wir auch noch nicht erledigt, wie es aussieht. Jetzt haben wir eine. Oder? Nee. Nee, oder? Ich weiß nicht. Na, komm schon, was, die sind aber auch zielsicher. Das ist der Wahnsinn. Ich habe noch keine so richtige Taktik, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt. Außer Trial and Error. Aber das ist keine Taktik. So, den ersten habe ich gerade echt gut erwischt. Der hier, nee, der kommt da um die Ecke. Hä? Ah, ich habe nicht nachgeladen. Ja, komm, dann bring mich gleich um. Bring's zu Ende. Mit so einer Dummheit brauchen wir gar nicht anfangen hier. Dann bring das gleich zu Ende. Gut, okay, gut, gut, gut. Ich glaube aber, ja, wobei, das wäre mal eine Maßnahme. Wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe, ich habe noch zwei Möglichkeiten, was ich probieren kann. Die erste Möglichkeit wäre, von der Controllersteuerung auf Maus und Tastatur wechseln und schauen, ob ich damit besser zielen kann. Das vielleicht ein Aiming-Issue ist. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann wäre der nächste Schritt, versuchen einfach durchzurennen. So weit, so gut. Jetzt wechseln wir auf die andere Waffe. Das sieht ja gerade ganz knusper aus.
Bleib! Gefälligst da, Mann. So, und jetzt möchte ich warten, dass du bitte hier rumkommst. Ach, Bastard. Ha! Yes! Okay, nach Dödeln von der Decke Ausschau halten und nach Henrietten Ausschau halten. Ist jetzt die Devise. Und vor allem nach Heilstation. Scheiße! Hier gibt es halt auch echt wenig Deckung. Richtig ein Problem. Das ist richtig ein dickes Problem. Ja, genau. Das habe ich nämlich gemeint. Ach, komm schon! Es bringt jetzt aber auch nichts, nochmal zurückzugehen und die Munition zu holen, weil... Leg mal den Controller beiseite. Weil da sind ja auch wieder 3, 4 solche Viecher, die wir auch erstmal aus dem Weg räumen müssen. Und dafür brauchen wir ja die Munition. Also am Ende machen wir wahrscheinlich plus minus null. Eine Heilstation, das ist das, was wir jetzt brauchen. So, okay, ich probiere es mal, ob ich mit Maus und Tastatur vielleicht besser zurechtkomme. Ich habe schon wieder nicht nachgeladen, ey. Was ist mit mir los? Ich hänge fest. So, da kommt der nächste. Ich weiß übrigens nicht, wie wechsle ich denn hier die Waffe? 1, 2, 3. Okay, das ist straightforward, muss man sagen. Mann, lass mich doch zufrieden. Abbruch, Abbruch. Probiere jetzt mein Glück mit der Munition. Das geht so nicht. Vielleicht kann ich ja hier einfach durchrennen. Mal schauen. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir wieder am Anfang rauskommen. Uns einfach nochmal probieren müssen. Ah, ich ignoriere dich. Du kannst mich mal. Nein, ich interessiere mich nicht für dich. Oh, okay. Also, die Durchrenntaktik ist hiermit offiziell debunked. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wenn man diese Henrietten richtig trifft, dann kann man die one-shotten. Aber dafür muss man sie echt genau auf den Kopf treffen. Man kann denen ja irgendwie auch die erste Waffe da ins Gesicht drücken. Das habe ich auch einmal geschafft. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, da muss man echt nah ran. So. Überraschung. Naja, immerhin getushot. Das ist ja schon mal was. So, Kollege hier möchte auch getushottet werden. Sehr gut. Einen haben wir noch. Einen haben wir sogar noch. Vielleicht können wir da den kleinen Hüpfer da... Zumindest konnten wir ihm einen ordentlichen Dämpfer verpassen. Das ist schon mal gut. Damit müssten wir jetzt mit der hier nur noch den Rest erledigen. Yes! Alright. Cool. Jetzt versuche ich den hier zu ignorieren. Ich weiß, hat gerade schon mal nicht funktioniert, aber ich probiere es jetzt einfach. Einfach durch, einfach durch. Lass mich in Ruhe. Ich muss irgendwas zum Heilen finden, sonst ist hier ganz schnell Schicht im Schacht. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Heilung. Oh, Heilung. Boah, hier eine Tür? Nee. Was bist du? Bist du böse? Nee. Du bist eine Sackgasse. Ah. Okay, aber hier ist eine Tür. Ich würde ja sagen, das können wir uns mal merken, aber ich weiß genau, dass ich den Weg, wenn ich ihn finden muss, eh nicht mehr finden würde. So, was ist das hier? Oh, nee, für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Also, ja, gut zu wissen, dass ich dir wieder eins reindrehen kann, aber nö, ich muss jetzt erstmal... Muss man doch irgendwo mal so eine Medi-Station haben. Ja, auch nicht. Ich meine, es gibt ja auch kein Crafting und nichts. Also ich kann ja auch nicht mit irgendeine billige Feldmunition ein Feld-Medi-Pack bauen oder sowas.
Einfach um erstmal ein paar Lebenspunkte zurückzuholen. Ich bin hier echt stuck ohne Heilung. Oh, ich höre da doch schon wieder sowas. Bist du... Ach, du bist bloß ein Schlüsselumprogrammierer, den ich noch nicht mal verwenden kann. Ach, Mann. Wow, okay, hier gibt's echt keine Heilung. Dann gehen wir jetzt mal das Teil ärgern, würde ich sagen. Also, wenn ich leide, dann sollen andere wenigstens mitleiden. Geteiltes Leid und so. So, war das hier? Nee, das war hier. Aber wisst ihr was, liebe Freunde? Ihr wisst genau was, liebe Freunde. Der gute Kollege, der muss genauso wie ihr jetzt noch eine Woche warten darauf, dass wir ihm hier die Pusteln vom Gesäß oder vom Rücken runterpusten. Und ich denke, das schafft ihr. Das schafft er auf jeden Fall auch. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir den hier ein bisschen weiter ärgern. Und ob wir uns in der nächsten Folge tatsächlich schaffen, mal zu heilen. Das wäre mir eine wahre Freude. Genauso wie es mir eine wahre Freude wäre, wenn ihr mir ein Däumchen über die Folge dalasst. Wenn es euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Und deswegen schaltet gern nächsten Montag zur nächsten Folge wieder ein. Da gucken wir uns hier den Kollegen an. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche. Macht's gut. Und haut rein!